Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Wie ist die Lage? Wird in dieser Woche präsentiert von der BMW-Niederlassung in Hamburg. Erstklassiger Service und persönliche Beratung an 5 Standorten in Hamburg. Heute spreche ich mit der Musikerin und dem Host der Smash-Comedy-Show, Schwessi. Ahoi, Schwessi. Hallo, Lars. Liebe Schwessi, ich bin auf deiner Webseite gewesen und da begrüßt du die Besucherinnen und Besucher mit 2 ausgestreckten Mittelfingern an deinen langen Armen. Bist du ein optimistischer Mensch oder bist du sehr zornig, optimistisch, weil die Leute dann über den Finger hinwegsehen? Oder was soll diese Geste heißen? Ja, du hast bestimmt auch mein Gesicht gesehen, ne? Ja. Also die beiden Fackfinger, es ist sozusagen, mein Gesicht war ja sehr fröhlich auf dem Bild. Ja. Und das ist sozusagen die Kombi, ne? Also Liebe und Mittelfinger, also gute Laune, aber auch bitte gerne bisschen Revolution und darauf hinweisen, dass alles schief läuft. Okay, und das wirst du auch auf der Bühne machen oder machen lassen, auch im Zentralkomitee. Unsere Freunde vom Zentralkomitee präsentieren dich am 4.9. Das ist also übermorgen. Und da gibt's eine Smash-Comedy-Show. Was ist das denn bitte? Ja, also Smash-Comedy ist abgeleitet von Smash-Patriarchy. Also ist ein Mittelfinger in Richtung patriarchale Gesellschaft, ne? Mhm. Und das habe ich also quasi ins Leben gerufen vor über einem Jahr. Es ist ein Open Mic, Stand-Up-Comedy Open Mic, wo also Frauen und queere Personen auf die Bühne kommen können, die Comedy machen. Und ein kleines Gegengewicht zu den sehr männlich dominierten, also heteromännlich dominierten Stand-Up-Bühnen, wo ich meistens die einzige Frau im Line-Up bin, wenn überhaupt. Schalten Männer jetzt ab am besten, weil wir über etwas sprechen, was sie dann eh nicht besuchen dürfen? Oder sind Männer zumindest im Publikum erlaubt? Nein, unbedingt. Wir brauchen euch. Wir lieben euch. Ihr sollt alle kommen. Warum ziehst du das so konsequent durch? Ach, ich glaube einfach, also ich bin alleinerziehende Mutter und bin jetzt seit 13 Jahren extrem mit patriarchalen Strukturen konfrontiert und mache mir viel Gedanken über, wie können wir die Gesellschaft noch menschenwürdiger für alle gestalten, also intersektional. Und ja, wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, ne? Und das ist auf der kulturellen Ebene, kulturaktivistischen Ebene am einfachsten, weil das macht mir am meisten Spaß. Wenn du dich so stark mit diesem Thema beschäftigst, was sind denn deine Beobachtungen tatsächlich in diese Richtung? Also wo hat's denn jetzt noch? In einer Zeit, wo wir alle auf Diversifizierung achten und auf Augenhöhe, nicht nur zwischen den Geschlechtern. Mhm. Wo mangelt's jetzt noch? Was wäre deine Kritik? Ja, naja, also es sind schon ganz schön viele Vorurteile und auch Unwissenheit noch vorhanden. Also nicht ohne Grund erstarkt ja der Rechtsextremismus und auch so Queerfeindlichkeit, viel queerfeindliche Übergriffe, rassistische Übergriffe, es wird ja alles immer mehr. Klar, es wird auch sichtbarer und die Aufklärung nimmt auch zu, das ist auch sehr schön. Aber mit dieser Aufklärung kommt eben auch, fühlen sich halt auch viele Menschen irgendwie bedroht anscheinend in ihren Privilegien und gehen dann auf Gegenangriff, ne? Was passiert an dem Abend? Wie viel Künstlerinnen wirst du dort präsentieren? Hat jeder so 10 Minuten oder wie läuft das ab? Es sind 4 Acts. Das ist eine Mixed Show. Das heißt, 4 KünstlerInnen präsentieren jeweils so 20 Minuten lang ihre Teile aus ihrem Soloprogramm. Wobei eine Newcomerin dabei ist als musikalische Gästin. Die hat nur 10 Minuten. Aber dafür bin ich ja auch noch da als Host. Ich mache auch so, ein bisschen Quatsch. So, was machst du da jetzt als Host? Also du lässt ja arbeiten sozusagen und verbindest die Teile oder bringst du deine eigenen Gedanken da auch noch mit ein? Nee, ich mache ja zwischendurch auch immer so ein paar Witze, ne? Und ich interagiere auch sehr gern mit dem Publikum und mache dann so Spielchen und sowas. Und am Ende gibt es noch ein Lied, ein improvisiertes Lied, was gemeinsam mit dem Publikum entstehen wird. Und das Ganze wird ja in Gebärdensprache übersetzt, die ganze Show. Ui. Mhm. Genau. Das machen wir jetzt zum ersten Mal und das wird bestimmt auch sehr funny.
denke ich mal. Unbedingt. Und es wird immer selbstverständlicher. Zuletzt ja die Eröffnung der Olympischen Spiele, die quasi auch gänzlich so übertragen wurden. Und man sieht es ja auch immer häufiger auch auf Livebühnen. Ich finde das wirklich eine großartige Entwicklung. Ich werde es im Zweifelsfall in diesem Leben nicht mehr lernen, hoffentlich auch nicht lernen müssen. Aber das ist ja schon eine besondere Sache, die du da aufziehst. Hört sich aber auch relativ selbstlos an. Also du engagierst dich auch so sehr stark dann quasi für die Rechte von Flinter und Queers und so, die ja ausschließlich nur auf deiner Bühne stehen. Ja, also ich hoffe natürlich, dass wir da jetzt auch mal Fördergelder für kriegen und ein bisschen Unterstützung, weil im Moment ist es tatsächlich so, dass es komplett ehrenamtlich abläuft jetzt seit über einem Jahr. Also dass alles, was reinkommt, direkt wieder in die Veranstaltung, in die Gagen, in die Werbung, in die Raummieten und so weiter reingeballert wird. Also ich habe da nichts von. Aber es ist auch ein schönes antifaschistisches Engagement, was ich da betreibe. Ja, und deswegen, ich fühle mich im Moment damit sehr gut und freue mich, wenn Menschen dann wirklich bereichert und glücklich nach Hause gehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Zentralkomitee euch mit sehr offenen Armen empfängt. Aber ich sag mal so, St. Georg ist natürlich auch ein sehr dankbarer Stadtteil für dieses Thema. Wäre es nicht interessanter und wichtiger, in eher spießigere und noch nicht so weit modern entwickelte Stadtteile zu gehen? Ja, wir sind ja auch in anderen Stadtteilen aktiv. Also jetzt am Anfang waren wir auf dem Kiez. Ja klar, da ist natürlich auch schon eine gewisse Offenheit da. Jetzt sind wir in Altona regelmäßig und dann sind wir aber auch im Januar in hier, wie heißt das Stadtteil da beim Stadtpark? Winterhude? Winterhude oder Barmbek oder so. Mhm. Genau. Und auch in andere Städte wollen wir halt auch mit der Show gehen. Im Herbst wird es eine kleine Tour geben durch andere Städte, um da auch ein bisschen aufzumischen. Ne? Du kennst dich noch nicht so richtig gut in Hamburg aus. Du bist so lange bis jetzt noch nicht in Hamburg, zumindest noch nicht so lange wie ich. Ich bin jetzt schon seit 1996 hier. Ich bin quasi aus eigenem Antrieb hierher gekommen. Du hast aber tatsächlich jemanden gehabt, der dich hierher gelockt hat. Das war Udo Lindenberg. Wie kam das denn? Ja, beziehungsweise es war schon auch eigener Antrieb. Vor 18 Jahren war das, ne? Tatsächlich. Mhm. 18 Jahren. Ich war auf Selbstfindungsreise und hatte alle Verbindungen abgebrochen in die normale Welt. Kein Job, keine Wohnung, kein gar nichts mehr gehabt. Und habe dann beschlossen, ich ziehe nach Hamburg und arbeite mit Udo Lindenberg zusammen. Ja, habe ich einfach entschieden. Da war noch gar nichts klar. Also wir hatten Kontakt über E-Mail, ganz kurz. Aber für mich war irgendwie schon total klar. Ja klar, das wird klappen. Aber selbst wenn das nicht geklappt hätte mit Udo, wäre ich in Hamburg gestrandet und geblieben. Also kurz zusammengefasst, man schreibt Udo eine E-Mail, sagt, ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten und dann klappt es. Auf welcher Basis arbeitet ihr denn zusammen? Was konntest du ihm denn geben, was er noch brauchte? Also damals brauchte er erstmal für seine neu gegründete Stiftung jemanden, der Texte schreibt, die Webseite pflegt und so weiter. Damals gab es noch kein Social Media. Dann brauchte er nach seinem Comeback jemanden, der ganz viel mit den Fans kommuniziert und so Reportagen, Backstage-Reportagen schreibt und Interviews und tralala. Dann kam irgendwann Facebook, YouTube, dann habe ich Tourtagebücher gemacht, gedreht und habe auch Songs mit ihm geschrieben, habe dann auch eine Doku über ihn gedreht. Also ich wurde multiple eingesetzt. Bücher haben wir zusammen geschrieben. Ja, alles Mögliche so, ne? Im kreativen Bereich quasi. Und du machst ja selber auch Musik. Was ist das für eine Stilrichtung dann? Das ist so Popmusik und bin natürlich sehr inspiriert, auch sehr beeinflusst. Man merkt es manchmal in meinen Wortschöpfungen von Udo tatsächlich, ne? Es gibt schlimmere Vorbilder, denke ich. Vor allen Dingen in einer Stadt, wo er auch Ehrenbürger ist, ne? Ja, das stimmt. Wir sind bei unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Du darfst jetzt noch einmal fluchen oder loben. Wofür hast du dich entschieden? Nice oder Scheiß? Ich habe mich für Nice entschieden. Also keinen Fuckfinger. Nee. Ja, dann mal los. Ja, weil ich freue mich gerade, ich bin noch so ein bisschen in der Euphorie des CSD, muss ich sagen. Das neue Selbstbestimmungsgesetz ist raus.
Da gibt es zwar auch noch ein bisschen Scheiß in dem Nice, weil die Behörden da teilweise den Menschen auch ein bisschen Steine in den Weg legen und sagen, nee, der Name ist aber nicht okay und der Name ist auch nicht okay und so. Aber insgesamt tut sich doch sehr viel in Hamburg auch in Richtung queere Veranstaltungen. Es gibt queere Festivals, queer-feministische Festivals, queeres Filmfestival, queeren Poetry Slam. Es gibt einen Flinter-Festival nächstes Jahr. Und ich finde das ganz, ganz großartig, dass da gerade in der Live-Kultur und in der Kleinkunst, also jetzt auch ne, kleine Bühnen so an der Basis, dass da ganz, ganz viel passiert, auch auf Kampnagel. Und das ist wirklich toll, der Hamburger Tourismusverband hat sich das jetzt als Projekt vorgenommen und möchte mit, also da war ich jetzt schon bei ein paar Workshops und Meetings und Netzwerktreffen und so, möchte halt wirklich Hamburg zur queerfreundlichsten Stadt Europas machen. Und das finde ich richtig geil. Unbedingt. Großartige Sache. Liebe Schwessi, das war ein großer Spaß, mit dir zu sprechen. Danke, dass du dich für diese wichtigen Themen einsetzt. Und ich hoffe, dieses Engagement ist irgendwann nicht mehr nötig. Ich befürchte allerdings, ein bisschen musst du noch kämpfen. In diesem Sinne, danke. Ganz viel Spaß am 4.9. im Zentralkomitee. Und dann hören wir uns irgendwann später wieder in diesem Jahr. Ahoi. Dankeschön. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.